So, hallo zusammen, auch von meiner Seite. Ich wiederhole es nochmal, ich wollte damit anfangen. Das wird heute ein sehr trockener Stoff, muss ich ehrlich zugeben. Die Frage ist, warum machen wir das trotzdem? Also im Endeffekt erzählen wir was von Feuerwehrdienstvorschriften. Es gibt mit Sicherheit keinen in dem Raum, der das noch nicht gehört hat. Beim einen oder anderen ist es länger her. Auch bei mir ist es mittlerweile 20 Jahre her, dass wir die irgendwann mal, war lustigerweise genau in dem Raum in Esselbach, irgendwann mal vorgelegt gekriegt haben. Der ein oder andere hat sich seitdem mit beschäftigt, manche vielleicht auch viel, haben vielleicht schon einige selber Ausbildungen dazu gemacht. Also wir müssen mit rechnen, heute der ein oder andere wird heute sagen, ja, das, vieles davon habe ich schon gewusst, vielleicht habe ich auch alles schon gewusst. Wenn jemand von euch noch was mehr weiß, ich bin ganz froh, dass heute endlich einmal Leute vor uns sitzen, dann sagt es gerne noch. Also das soll nicht unbedingt ein Monolog werden, habe ich. Also Monologe haben wir die letzten 1,5 Jahre wirklich genug gehalten. Von daher ist auch ein bisschen ungewohnt, auf einmal Leute vor einem stehen zu haben. Die Kamera beruhigt einen so ein kleines bisschen und Marcel im Hintergrund. An der Stelle auch nochmal Danke an Marcel und der Benedikt. Der war vorhin auch mit da, haben das Ganze wieder aufgebaut und werden das auch danach wieder ins Internet stellen. Gedacht ist es auf jeden Fall so, dass ihr das Ganze auch verwenden könnt für eure Ausbildung. Und das ja eins zu eins oder ein bisschen geändert dann auch selber machen könnt. So, warum sind Feuerwehrdienstvorschriften für uns überhaupt interessant? Na, das ist die Basis eigentlich unserer kompletten Arbeit bei der Feuerwehr oder zumindest ein großer Teil davon. Und eingeordnet ist, gehört das Ganze zu dem Thema Rechtsgrundlagen irgendwo. Wie das genau dazu passt, hören wir uns gleich nochmal an. Rechtsgrundlagen bedeutet für uns erstens mal, wir müssen ja irgendwo wissen, was dürfen wir als Feuerwehr überhaupt, welche Rechte haben wir und auf der anderen Seite aber auch, was muss ich denn machen, welche Verantwortung habe ich denn? Also, und wenn ich was unterlasse, wo kann mir denn dann jemand ans Bein pissen, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Und da ist auch wichtig, das gilt bei jedem anderen Recht ganz genauso. Also das Blöde an Recht ist nicht, das baut nicht darauf auf, ob ich das weiß oder nicht, sondern das gilt so oder so. Und wenn ich irgendwas nicht weiß, dann kann es mir trotzdem im Zweifel zum Verhängnis werden. Oder zumindest gilt es auf jeden Fall auch für mich, auch wenn ich das nicht weiß. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Was gehört zu diesen Rechtsgrundlagen dazu? So vorab zur Beruhigung, wir machen heute nicht alles. Der erste Punkt. Zu den Rechtsgrundlagen gehört auf jeden Fall das Feuerwehr- und das Einsatzrecht. Das klammern wir heute komplett aus. Es gibt am 25. November nochmal eine Veranstaltung, die hat man einmal verschoben. Die macht dann der Christian Dornbusch, der sich auch an der Feuerwehrschule mit dem Thema beschäftigt. Und der geht auf dieses Thema Feuerwehr- und Einsatzrecht komplett dann nochmal ein. Also Haken dran, wir gehen weiter. Zu den Rechtsgrundlagen gehören auch die Unfallverhütungsvorschriften. Und auch das ist was, was wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört hat, wahrscheinlich auch in der Feuerwehr, viele wahrscheinlich auch am Arbeitsplatz. Also im Endeffekt ist die Gemeinde unser Arbeitgeber im gewissen Sinn und im Endeffekt gelten für uns halt auch Unfallverhütungsvorschriften. Unsere kommunale Unfallversicherung ist die KUM in Bayern. Und die Bibel, die davor für uns gilt, kommt im Endeffekt von der DGUF. Und das ist dieses Pamphlet Sicherheit im Feuerwehrdienst. Das ist eigentlich die Unfallverhütungsvorschrift, das große Regelwerk, mit dem wir auch wirklich arbeiten können und auch müssen ein Stück weit. Deswegen sage ich jetzt einfach mal so pauschal, UVVs sollten auf jeden Fall Bestandteil fast jeder Übung sein. Also es gibt ganz wenige Themen, wozu es keine UVVs gibt, was man nicht einfließen lassen muss auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite ist das aber auch eine Hilfe. Deswegen wollen wir uns das Ganze auch mal kurz anschauen. Was steht denn in diesen UVVs drin? Das ist einfach jetzt mal das Inhaltsverzeichnis. Das geht los mit Erster Hilfe und dann aber dieses ganze Thema hier sicheres und dann XXX laden und transportieren und so weiter. Also im Endeffekt gibt es eigentlich zu jeder Tätigkeit, zu jedem Bereich von der Feuerwehr da drin ein Kapitel und das ist eigentlich gar nicht schlecht gemacht, auch für uns als Inputquelle, sage ich jetzt mal. Also man kann sich dieses Regelwerk einfach nehmen, geht in den Bereich rein, wo ich Ausbildung machen will und druckt mir das aus und dann habe ich eigentlich schon einen guten Teil von meiner Ausbildung damit erschlagen. Ein Beispiel wollen wir uns nachher auch noch mal ganz kurz anschauen. Noch mal kurz zur UVV. Grundsätzlich ist jeder Feuerwehrmitarbeiter
Angehörige dafür verantwortlich, dass die UVVs eingehalten werden. Wenn das aber jemand nicht tut, fällt es im Endeffekt immer auf die Führungskraft zurück. Das heißt, wenn was passiert, wird immer gefragt, hey, was ist denn da schiefgelaufen und wer hat denn da alles nicht aufgepasst? Also von daher ist es für uns alle und vor allem für euch als Führungskräfte und vor allem Kommandanten extrem wichtig, dass ihr auch das Ganze kennt und wisst, damit umzugehen im Endeffekt. Auf die UVVs gucken wir gleich nochmal im Rahmen von Feuerwehrdienstvorschriften. Zu denen kommen wir jetzt. Wir haben gerade schon gesagt, auch die Unfallverhütungsvorschriften können im Endeffekt, es ist nicht nur ein Regelwerk, sondern können auch eine Hilfe für uns sein. Wie arbeite ich Einsätze ab, aber vor allem bei den Übungen. Und genau so sollten wir eigentlich auch die Feuerwehrdienstvorschriften verstehen. Die Feuerwehrdienstvorschriften gelten natürlich bei Einsätzen, aber auch bei den Ausbildungen. Und die gelten nicht nur, sondern ich kann sie auch nehmen und kann sagen, okay, ich übe jetzt das und das Thema und dann kann ich das wirklich durchspielen. Und was wir im Verlauf von der Ausbildung heute hoffentlich sehen, ist, dass da wirklich teilweise detailliert die Abläufe beschrieben sind, wie ich irgendein Thema machen kann, wie ich zum Beispiel eine Leiter stelle oder irgendwas. Und das müsst ihr euch nicht jedes Mal neu überlegen, hey, wie baue ich jetzt einen Löschangriff auf oder wie stelle ich eine Leiter auf oder wie baue ich eine Einsatzleitung zum Beispiel auf. Darüber haben sich sehr schlaue Leute vor langer Zeit Gedanken gemacht, machen das immer wieder und aktualisieren das Ganze und es ist einheitlich für alle Feuerwehren geregelt und darauf sollten wir zurückgreifen. Und damit sind wir eigentlich schon beim Sinn und Zweck. Wann brauche ich diese Feuerwehrdienstvorschriften? Die regeln erstmal das grundsätzliche Vorgehen bei der Feuerwehr. Grundsätzlich heißt dabei schon mal, ihr müsst die nicht anwenden. Also wenn jetzt ein Einsatzleiter, ein Gruppenführer, ein Staffelführer, wer auch immer sagt im Einsatz, wir machen das heute anders, den Verteiler setzt heute nicht der Angriffstruppführer, sondern den setzt heute der Wassertrupp und ich habe dafür einen guten Grund, dann könnt ihr das machen. Nur wenn dabei irgendwas komplett in die Binsen geht, müsst ihr euch danach vielleicht auch die Frage gefallen lassen, warum habt ihr das denn so gemacht? Beim Verteiler wird keine Sau fragen, wer hat den jetzt gesetzt. Aber wenn jemand von der Leiter gefallen ist und die nicht ordnungsgemäß aufgestellt worden ist, dann könnten danach schon Fragen gestellt werden, was da schiefgegangen ist. Und von daher ist meine Devise dabei immer, man sollte die Feuerwehrdienstvorschriften dann anwenden, wenn es möglich ist. Also abweichen eigentlich nur dann, wenn es wirklich einen Grund dafür gibt. Und nicht, heute habe ich immer Lust darauf oder ich weiß vielleicht überhaupt nicht, wie es funktioniert. Jetzt habe ich da schöne Notiz stehen. MTA-Ausbildung, Link zur MTA-Ausbildung. Also ganz nebenbei, vorhin waren noch ein paar von euch schon da und haben über das Thema MTA-Abschlussprüfung gesprochen. Das gehört da auch dazu. Also im Endeffekt, MTA ist eigentlich das, wo wir die Dienstvorschriften oder die Abläufe wirklich irgendwann mal richtig lernen. Und deswegen ist es auch wichtig, also wenn man es da nicht lernt, lernt man es nie mehr wieder, sage ich immer. Und gerade bei den MTA, ja bei der Zwischenprüfung, auch bei der Abschlussprüfung ist es halt wichtig, dass die Leute das wirklich können und beherrschen. Nicht nur, weil es Teil von der Prüfung ist, sondern schlicht und einfach auch in diesen MTA-Prüfungen oder in diesen Ausbildungen sind unterschiedlichste Feuerwehren zusammengewürfelt. Also da sitzt einer aus der Feuerwehr Marienbrunn, dann sitzen da drei aus Michert, dann sitzen da fünf aus Oberndorf und die werden dann bunt zusammengewürfelt zu einer Truppe, die irgendwie zusammenarbeiten muss. Und allein das ist schon ein Grund, warum die Feuerwehren im Endeffekt gleiches Handwerkszeug brauchen. Wenn es jeder anders da macht, wird es nie funktionieren. Und das gleiche Thema, jetzt klicke ich mal ein bisschen weiter, haben wir nicht nur bei der MTA-Ausbildung, sondern das gleiche Thema haben wir beim Einsatz auch. Christian, ich glaube, du hast vorhin gesagt, ja, was hilft es mir denn, wenn ich irgendwann mal eine Leiter aufstellen muss und da stehen noch zwei Leute übrig, dann stelle ich zwei von meinen dazu und dann muss das ja auch funktionieren. Und ich glaube, das ist nicht so, so weit in der Ferne. Erstens einmal gerade tagsüber, Tageseinsatzstärke kann schon mal passieren, dass man halt einfach nicht mit neun Leuten in einem LF sitzt und dann kann man auch schneller mal die Leute zusammenwürfeln und das muss dann eben auch funktionieren. So, also bin ich ein bisschen von der Folie weggekommen. Wir haben jetzt im Endeffekt über unsere Feuerwehren hier gesprochen, die Feuerwehrdienstvorschriften gelten aber nicht nur in Main-Spessart in Bayern, sondern das sind bundeseinheitliche Vorschriften. Und so wie wir jetzt gesagt haben, unterschiedliche Feuerwehren von uns müssen zusammenarbeiten können, so müssen auch die Feuerwehren eigentlich bundesweit immer mehr zusammenarbeiten. Die sind vielleicht nicht im gleichen Einsatz, aber was uns auf jeden Fall immer mehr trifft, ist, dass wir
neue Leute aus anderen Feuerwehren haben. Die wechseln Arbeitgeber, ziehen nach Esselbach-Oberndorf ins neue Baugebiet und dann klopfen sie bei euch oder bei uns an die Tür und sagen, guten Tag, hier bin ich, ich habe die und die Ausbildung, ich weiß schon, wie der Hase läuft. Und das bringt uns und euch allen nur was, wenn es dann auch wirklich gleich funktioniert, wenn der halt gleich mit anpacken kann und stellt die Leiter dort halt ganz genauso wie in seiner ursprünglichen Feuerwehr. Und das wird immer wichtiger, denke ich. Gleiches Thema, Anteil Dachdienst, das ist immer wieder ein bisschen lokaler. Gerade bei uns im Markt Heinfeld kann man ehrlich sagen, wir haben viele Arbeitgeber, wir haben auch viele, die bei uns tagsüber mitfahren. Auch das funktioniert nur dann, wenn es in den Feuerwehren im Endeffekt auch gleich läuft. Weil der kann sich nicht, wenn er von der Arbeit kommt, überlegen, oh, jetzt bin ich gerade in Hedefeld, da stellen wir es ja so und danach bin ich in Karbach, Haferlohr oder wo auch immer und da funktioniert es jetzt wieder ganz anders. Das funktioniert schlicht und einfach nicht. Und viele von diesen Feuerwehrdienstvorschriften gelten auch nicht nur für Feuerwehren, sondern finden auch Anwendung bei anderen Hilfsorganisationen, einfach um die Zusammenarbeit auch zu ermöglichen. Und dann der letzte Punkt, im Endeffekt, wenn es immer gleich gemacht wird, funktioniert es halt auch einfach schneller, muss man ehrlich sagen. Wenn ich mir jedes Mal neu überlege, wer macht denn jetzt was, dann dauert es einfach viel zu lang im kritischen Fall. So, damit es nicht ganz so trocken wird, habe ich jetzt mal ein Video mitgebracht zum Thema Schnelligkeit im Einsatz. Ich hoffe, nicht zu viele kennen es. Das ist ein Video von der Feuerwehr Bad Wildungen. Keine Ahnung, wo das ist. Im Endeffekt haben die da, ich weiß nicht, was es ist, ob es ein TSF, ob es ein MLF oder was ist, auf jeden Fall eher ein kleineres Fahrzeug. Und die tun bei einer Übung im Endeffekt Menschenrettung und Löschangriff über eine Steckleiter machen. Und was ich recht beeindruckend finde, das Ganze funktioniert ganz ruhig und aber wirklich total flott. Und das ist, sollte für uns im Endeffekt der Ehrgeiz sein, zu sagen, okay, so wollen wir in Zukunft auch üben, so soll es im Endeffekt auch funktionieren. Ihr seht jetzt, das ist auch kein großes Löschfahrzeug, wo dann direkt vier Leiterteile übereinander sind, wo sie es relativ einfach haben. Die müssen jetzt erstmal die Teile zusammenstecken. Da rennt keiner groß um die Leitern drumherum. Zack, bumm, das Ding steht. Und wir können das jetzt weiterlaufen lassen, irgendwann wird es langweilig. Die bauen jetzt genauso noch einen Löschangriff auf und die machen das haargenau, wie es in den Feuerwehrdienstvorschriften drin steht. Und das Interessante ist, wenn ihr euch mal mit beschäftigt habt, da steht tatsächlich auch drin teilweise, wer mit welcher Hand wohin langen soll, damit es einfach am einfachsten und am schnellsten geht. Ich hoffe, kommt so ein bisschen rüber, warum das für uns wichtig ist und warum das irgendwo auch Sinn macht. Dann nochmal zum Thema Rechtscharakter Feuerwehrdienstvorschriften. Wir haben ja vorhin gesagt, das gehört eigentlich zu den Rechtsgrundlagen dazu. Feuerwehrdienstvorschriften an sich sind ja jetzt keine Gesetze. Erstmal muss man dazu sagen, die Gesetzgebungskompetenz in Sachen Brand- und Katastrophenschutz liegt bei den Bundesländern. Wir haben vorhin gesagt, die Feuerwehrdienstvorschriften kommen ja auf Bundesebene zustande, nämlich werden die verfasst vom Ausschuss für Feuerwehrangelegenheiten, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung, hatte ich davor auch noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen, gehört im Endeffekt zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Also die machen sich hauptberuflich dazu Gedanken, wie das im besten Fall laufen soll, was man jetzt wieder an diesen Feuerwehrdienstvorschriften ändern sollte. Dann gibt es da verschiedene Ausschüsse an den Feuerwehrschulen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und im Endeffekt, damit sie bei uns gültig sind, müssen die aber im Endeffekt noch ins Landesrecht überführt werden. Also alles, was Feuerwehr bei uns ist, muss im Endeffekt vom Freistaat Bayern kommen. Und dazu kommen wir jetzt in den einzelnen Feuerwehrdienstvorschriften. Ganz grundsätzlich kann man sagen, das Land Bayern oder das
das Bayerische Staatsministerium des Inneren im Endeffekt die Feuerwehrdienstvorschriften zur Anwendung empfiehlt und das Ganze schriftlich und schriftlich veröffentlicht. Aber sie sagen nicht, das ist geltendes Recht in Bayern im Endeffekt. Das machen andere Bundesländer anders. Also ich habe zum Beispiel mal geguckt, Hessen hat es schlicht und einfach so formuliert, ab 1. Juli 2017 gelten für den Brand- und Katastrophenschutz die folgenden Feuerwehrdienstvorschriften. Heißt im Endeffekt aber auch, sie haben gesagt, so muss es funktionieren. Und damit kann auch jede Kommune sagen, ja, Moment, ich brauche aber dafür das und das und das müsste man jetzt auch dafür bezahlen. Das haben die Bayern damit ein bisschen umgangen. Deswegen hat es bei uns ein bisschen einen anderen Charakter. Falls das für euch irgendwann mal Thema ist und mal Diskussion ist, es gibt aber keine Alternative. Also im Endeffekt, es gibt nichts, wo gesagt wird, ihr könnt es machen, wie ihr wollt oder ihr könnt es irgendwie anders machen. Die Feuerwehrdienstvorschriften ist das Einzige, was es dazu gibt. Gut, und dann kommen wir zu der langen Liste von Feuerwehrdienstvorschriften. Ich mache es jetzt einfach mal, auch wenn es bescheuert ist, was für Feuerwehrdienstvorschriften kennt ihr denn? Ja? Sagt auch noch dazu, um was es da geht. Sonst sind wir gleich bei 22. Ja. Ich rede erst wieder, wenn wir alle haben. Aha, ja. Jawohl. Ja. Habt ihr Taucher? Da bin ich total aufgeschmissen, weil ich habe nämlich gesagt, interessiert uns nicht. Genau. Also, das sind erstmal die Feuerwehrdienstvorschriften, wo für uns jetzt, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Die 1, 2, 3, ich kann zählen, super, 7, 10, 100 und 500. Dann gibt es aber noch die 8, das Tauchen. Die lassen wir komplett raus, schlicht und einfach, weil es für uns uninteressant ist. Und was ich heute ausklammern will, ist das Thema Digitalfunk und Informationstechnik, also die 800 und die 810 gibt es noch. Die lassen wir heute aber mal bewusst raus. Es wird heute eh schon ziemlich viel und trocken. Da war noch eine ganz tolle Animation irgendwie drin, die weg ist. Schön. Ich möchte jetzt gerne kurz mit den zwei letzten hier anfangen. Schlicht und einfach, ich möchte die 500 nicht am Ende machen, das ist so deprimierend. Und schlicht und einfach auch, zu der 100 haben wir schon eine Ausbildung im Prinzip gemacht, wie man das letzte Mal den Führungsvorgang gemacht hat, das gehört dazu. Und die 500 werden wir auf jeden Fall nochmal als separate Ausbildung machen. Trotzdem wollen wir heute einen Überblick geben, was für euch da drin wirklich wichtig ist. Also fangen wir mit der 100 mal an. Die heißt Führung und Leitung im Einsatz. Heißt jetzt, sie regelt Grundsätzliches für die Führungsarbeit bei den Feuerwehren und die gewährleistet aber auch die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen. Das heißt, die Stäbe und die Einsatzleitungen, die da im Endeffekt beschrieben werden, die setzen sich natürlich auch nicht nur aus der Feuerwehr zusammen, sondern da kommt der Rettungsdienst, da kommt die Polizei und wer auch immer auch noch gebraucht wird dazu. Und die haben dann vergleichbare Vorschriften, die teilweise sich auch ziemlich stark überschneiden. Und von daher ist es eigentlich ein allgemeingültiges Thema. Diese FWD V 100 wurde von Bayern, wie ich es vorhin gesagt habe, zur Anwendung den Feuerwehren empfohlen. Das heißt, wir sollen die in Einsätzen und Ausbildungen anwenden. Die stammt ursprünglich aus 99 und wurde 2005 mal geändert, einfach nur der Vollständigkeit halber. Um was geht es da drin jetzt? Als erstes mal verweist die da drauf, also ist auf Bundesebene, verweist erstmal da drauf, dass es Rechtsgrundlagen in den einzelnen Bundesländern oder auch woanders gibt. Also sagt im Endeffekt, alles was ich sage, wird ergänzt oder beschrieben eigentlich in den Landesrechten oder in den anderen geltenden rechtlichen Grundlagen. Also sagt, die müsst ihr schon mal kennen. Dann geht es um das Thema Führung und Leitung. Da steht dann jede Menge drin zur Führungspersönlichkeit, wie ich führen kann, was für Möglichkeiten es da gibt, in welchen Situationen was sinnvoll ist. Soll heute alles nicht Thema sein. Dann ist das Führungssystem beschrieben. Das ist eigentlich das Hauptthema von der FWD V 100. Und was bedeutet jetzt ein Führungssystem? Erstens mal, es ist immer aufgeteilt in Führungsorganisation, Vorgang und die Führungsmittel. Und zur Führungsorganisation ist zum Beispiel drin beschrieben, welche Aufgaben hat denn überhaupt ein Einsatzleiter? Was ist denn überhaupt der Einsatzleiter?
Dann, wie kann die Einsatzleitung aufgebaut und gegliedert sein? Wie können aber auch meine Kräfte aufgeteilt und gegliedert sein? Und es sind da drin auch die unterschiedlichen Führungsstufen beschrieben. Vom Mülleimerbrand, sage ich jetzt mal, bis hoch zum Katastrophenfall. Und also im Endeffekt hört sich jetzt alles total abstrakt an, aber da steht im Endeffekt auch drin, na, der klassische kleine Einsatz ist der Einsatzleiter im Endeffekt, der Gruppenführer, der Staffelführer, der auf dem LF oder auf dem TSF sitzt. Und je nachdem, wie groß das Ganze wird, muss ich das Ganze dann erweitern. Dann, was wir das letzte Mal in der Ausbildung schon gemacht haben, ist das Thema Führungsvorgang. Das haben wir schon einmal komplett durchgemacht und dann gibt es auch noch Führungsmittel, die drin beschrieben werden. Ich will jetzt nicht in die einzelnen Themen da reinsteigen, sondern das soll eher für euch so ein bisschen Teaser sein. Schaut da mal rein, was euch interessiert, was für euch vielleicht wichtig ist und dass ihr wisst, wo ihr für eine Ausbildung oder für euch selbst auch irgendwas findet. Taktische Zeichen sind zum Beispiel auch drin, also wenn es dann mal ein bisschen praktischer werden soll. Und dann habe ich noch geschrieben, unendlich viel mehr, weil es ist tatsächlich ein ziemlich lange. Gut, dabei will ich es auch schon belassen. Irgendwie Fragen zur 100? Gut, okay. Die nächste wäre dann die 500. Auch da will und kann man auch überhaupt in die Tiefe gehen. Das ist ein Thema, da brauchst du mehrere Ausbildungseinheiten dafür. Ihr sollt aber zumindest wissen, um was es in der 500 geht. Also die 500 regelt im Endeffekt alles, was mit ABC-Einsätzen bei der Feuerwehr zu tun hat. Die ist auch im Endeffekt veröffentlicht und damit gültig in Bayern. Teile davon, alles was Strahlenschutz ist, ist tatsächlich dann wirklich geltendes Recht. Das heißt, da sind auch Verordnungen drin, zum Beispiel wie Sachen zu kennzeichnen sind oder welche Grenzwerte und so weiter gelten. Das hat dann nochmal einen anderen Charakter und der aktuelle Stand ist aus 2012. So, was ist da jetzt wichtig für uns? Erstens mal, die ist aufgebaut in zwei Teilen, nämlich erstens in Teil 1, der beschäftigt sich allgemein mit dem Thema Gefahrgut. Also alles, was allgemein für alle Stoffe, die uns da so begegnen können, gelten kann. Also erstens mal, welche Gefahren können von ABC-Stoffen ausgehen? Was können vorbereitende Maßnahmen sein? Es sind Gefahrengruppen beschrieben. Es ist ein Bereich zum Thema Einsatzplanung drin. Die ganze Schutzausrüstung und Sonderausrüstung, die bei Gefahrguteinsätzen zu tragen ist oder die es im Endeffekt gibt und die man tragen könnte, ist drin beschrieben. Und es ist natürlich auch der Ablauf von ABC-Einsätzen und die besonderen Anforderungen von ABC-Einsätzen beschrieben. Dann gibt es einen speziellen Teil, beziehungsweise es gibt einen großen Teil und der ist nochmal aufgeteilt in drei Bereiche. Einmal für A-Einsätze, für B-Einsätze und für C-Einsätze. Da steht dann genau drin, ey, wenn ich einen atomaren Stoff habe, was muss ich konkret machen, aber was hat denn das für Konsequenzen? Was sind denn dann die Regelungen? Und dann gibt es auch noch Anlagen, was normalerweise eher langweilig ist, aber da drin ist diesmal tatsächlich, wie denn ABC-Stoffe zu kennzeichnen sind. Also das ganze Schladderadons, was wir in der MTA-Ausbildung einmal einen ganzen Samstag machen dürfen, wie können ABC-Stoffe gekennzeichnet sein, das kommt im Endeffekt auch zumindest zum Teil aus der FWD V500, ganz vieles dann auch aus ganz anderen Bereichen. Gut, zwei Kernaussagen waren uns nochmal wichtig, dass wir da im Endeffekt mit reinnehmen, was jeder schon mal gehört haben sollte. Und also für die meisten ist das wahrscheinlich absolut Standard-Handwerkszeug. Jeder von euch sollte aber mal was von der GAMS-Regel gehört haben. GAMS-Regel bedeutet, jede Feuerwehr kann im Endeffekt bei Gefahrguteinsätzen was machen. Also ich kann erstmal erkennen, es handelt sich um ein Gefahrgut. Ich kann absperren, ich kann Menschen retten, in welchem Umfang auch immer. Und ich kann Spezialkräfte alarmieren. Also das ist das, was im Endeffekt jede Feuerwehr, jede Führungskraft auf jeden Fall wissen muss. Und noch ein Thema, was auch jedem Einsatzleiter oder potenziellen Einsatzleiter klar sein sollte, bei Gefahrguteinsätzen hat der Einsatzleiter eine besondere Verantwortung. Das Problem bei Gefahrgut ist im Endeffekt, man weiß nie, was einem wirklich begegnet, wenn das jetzt nicht unbedingt der Standard Diesel oder Benzin oder irgendwas ist. Wir wissen zum Beispiel in der Gefahrengruppe, also im Endeffekt wissen nicht, welche Gefahr kommt auf uns zu. Die kann ganz minimal sein, die kann aber auch wirklich absolut fatal sein. Und da hat die FWD V500 eine ziemlich drastische Ausnahme. Sie sagt nämlich, zur Menschenrettung muss unter Umständen eine erhöhte Eigengefährdung der Einsatzkräfte in Kauf genommen werden. Und
die A-Karte, das zu entscheiden, hat im Endeffekt der Einsatzleiter. Und der Einsatzleiter ist derjenige, der als erstes dahin kommt. Zumindest so lange, bis jemand anderes die Einsatzleitung übernimmt. Und der muss sich das Ganze überlegen. Schicke ich da jetzt jemanden hin? Bringe ich eigene Leute vielleicht in Gefahr, um jemand anderen zu retten? Oder mache ich es eben nicht? Und lass da im Zweifel irgendjemand in einem Unfall, im schlimmsten Fall sterben oder schlimme Verletzungen erleiden. Also bedeutet, wenn der Einsatzleiter das entscheidet, kann auch ohne vollständige Sonderausrüstung beim Gefahrguteinsatz vorgegangen werden. Was aber auch wichtig ist, vollständige Sonderausrüstung wäre zum Beispiel CSA. Was Mindestausrüstung ist, ist Isoliergeräte als Atemschutz. Also ohne das geht bei Gefahrguteinsätzen nichts. Und dann gibt es noch ein zweites Thema. Ich glaube nicht, dass es sowas bei uns im Bereich gibt. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Es dürfen dann auch Bereiche der Gefahrengruppe 3 betreten werden, ohne dass entsprechend fachkundiges Personal vor Ort ist. Wird uns nicht betreffen. Und wie es so schön heißt, bei der Risikoabwägung trägt der Einsatzleiter eine besondere Verantwortung. Herzlichen Glückwunsch, hier wisst ihr es. Wenn ihr es davor nicht schon längst gewusst habt. Gut. Damit haben wir die zwei schon mal abgefrühstückt und dann kommen wir zur Einser. Wenn wir Pause machen sollen, können das auch gerne sagen. Wird nicht weniger trocken, so als Warnung. Ja? Wollen wir irgendwann eine Pause zwischendrin machen, oder? Wer hätte gerne eine Pause irgendwann zwischendrin? Okay. Gut. FWD V1. Das ist ein Thema, also die FWD V1 kriegt jeder von uns im alten Grundlehrgang in der MTA-Ausbildung einmal ausgehändigt. Vieles davon lernt man, weiß man. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich in die Dienstvorschriften reingucken. Da steht aber tatsächlich unheimlich viel Interessantes und auch Praktikables drin. Also FWD V1 ist die Grundtätigkeit. Da steckt alles drin, was wir als Feuerwehr so machen. Wie mache ich Knoten? Wie sichere ich Personen? Wie gehe ich richtig mit Schere, Spreizer um? Was muss ich dabei beachten? Schneidgeräten und so weiter. Ist auch öffentlich, also hat Rechtscharakter bei uns. Der aktuelle Stand ist aus September 2006. Und das ersetzt die damals die Dienstvorschriften für die, die das noch gekannt haben. Es gab mal eine Dienstvorschriften 1.1 aus 1995 und 1.2 aus 1999 und die hat diese Grundtätigkeiten damals ersetzt. Hört man immer mal wieder, deswegen habe ich gedacht, ich nehme es mit rein. Was steht da grundsätzlich drin? Also persönliche Schutzausrüstung ist ein Thema davon, Einsatzausrüstung ist ein Thema und dann ein Riesenblock Grundtätigkeiten im Löschen- und Hilfeleistungseinsatz. Und da würde ich jetzt mal ganz kurz reinschauen. Super, das ist aber schön. Funktioniert ja klasse. Ja, schade. Okay. Im Endeffekt, das ist sehr schade. Okay, ja, ist nicht zu dramatisch. Ich wollte im Endeffekt einfach mal einen Teil davon zeigen, zusammen mit den Unfallverhütungsvorschriften, also zum Beispiel zum Thema Trennen und Schneiden, gibt es sowohl in der FWD V1 als auch in der UVV gibt es einen Bereich, die sich nur damit beschäftigen. Und wenn ich eine Ausbildung zum Thema Trennen und Schneiden zum Beispiel machen will, kann ich im Endeffekt die zwei Passagen nebeneinander legen, Feuerwehrseite und Unfallverhütungsvorschriftsseite, und dann habe ich auf jeden Fall schon mal die Hälfte der Ausbildung gemacht. Und dann geht es im Endeffekt noch ums Handling von den Gerätschaften. Und damit habe ich eigentlich schon einen oder einen Teil von der Ausbildung. Das wollte ich im Endeffekt euch mal zeigen. Ich will gerade mein Computer nicht, schade. Gut, dann zurück dazu. Ja. Okay. Fragen zur Einser? Mal andersrum blöd gefragt, hat jemand die Einser noch nie gesehen? Das ist gut. Also im Endeffekt ist da wirklich die absolute Grundlagenarbeit von der Feuerwehr drin. Gut,
Dann kommen wir zu Zweier. Da drin geht es um die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren. Das ist jetzt eine Ausnahme in Bayern. Die ist nämlich in Bayern nie zur Anwendung empfohlen worden. Im Endeffekt zeige ich sie aber, weil sie gilt zwar nicht, aber im Endeffekt arbeiten wir trotzdem mit. Das Beste, also im Endeffekt ist in der FEDV 2 genau beschrieben, was sind die Themen von bestimmten Lehrgängen, was sind die Voraussetzungen, um auf den Lehrgang zu gehen und was muss ich denn in welcher Position im Endeffekt als Voraussetzung haben, was muss ich können im Endeffekt. Dann sind da Stundenzahlen zum Beispiel hinterlegt, wie Ausbildungen abzulaufen haben. Und in Bayern ist das im Endeffekt so nie eingeführt worden, ist aber trotzdem eine große Hilfe. Man kann auch einfach mal reinschauen und gucken, was gehört denn inhaltlich jetzt da dazu. Bestes Beispiel ist eigentlich, warum das in Bayern nicht gilt. Der Gruppenführer hat bei uns eine Woche. Laut FEDV 2 hätte er allerdings 2 Wochen. Also das ist da, wo es schlicht und einfach auseinandergeht. Und da gibt es mit Sicherheit Argumente dafür und dagegen. Also könnt euch an die eigene Nase packen und sagen, will ich jetzt 1 oder 2 Wochen an die Feuerwehrschule gehen, wenn ich als TSF-Feuerwehr zum Beispiel jetzt meine notwendige Ausbildung haben will. Gut, dann kommen wir zur Dreier. Die Dreier ist aus meiner Sicht eine unheimlich wichtige Feuerwehrdienstvorschrift. Da drin ist nämlich, sind die ganzen Abläufe im Löschenhilfeleistungseinsatz geregelt. Und das ist jetzt die allererste, die wirklich sagt, in die Hand nimmst du das, in die andere Hand nimmst du das und dann flitzt du mal davor, setzt den Verteiler, der Wassertrupp und der Angriffstrupp kuppelt zusammen den Verteiler in die B-Schlauchleitung. Also im Endeffekt ist jeder Handgriff wirklich geregelt und das ist unheimlich wichtig, damit vor allem kritische Einsätze wirklich funktionieren. Und halt auch das Thema Ausbildung, was wir vorhin schon gesagt haben. Die ist auch zur Anwendung empfohlen. Der aktuelle Stand ist aus 2008, also nicht steinalt. Die hat damals ebenfalls zwei Dienstvorschriften ersetzt. Einmal die Einheiten im Löscheinsatz aus 2005 und dann gab es noch eine 13.1 aus 1988 zum Thema Hilfeleistung. Auch das hört man immer mal wieder. Also die gelten beide nicht mehr, sondern es gibt jetzt nur noch eine FEDV 3. Und was ist da drin jetzt geregelt? Also es sind die taktischen Einheiten beschrieben. Was ist ein Trupp? Was ist ein selbstständiger Trupp? Was ist eine Staffel? Was ist eine Gruppe? Was ist ein Zug? Wie schaut eine Sitz- und Antreteordnung aus? Wie werden Befehle gegeben? Fahrzeugaufstellung, wo sollte das sein? Einsatzabläufe für übliche Einsätze, zum Beispiel Schaumrohreinsatz, Einsatz mit Bereitstellung, Einsatz ohne Bereitstellung. Das ist da drin alles geklärt. Es sind die Aufgaben jeder einzelnen Funktion beschrieben. Beim Melder ist es immer relativ einfach. Das ist der Lieblingsjob bei der Leistungsprüfung. Im wirklichen Einsatz dann eher nicht. Es ist geregelt, dass zum Beispiel der Angriffstrupp einen Verteiler mitnimmt. Was passiert, wenn er nicht mitnimmt? Naja, einer rennt halt zurück und deswegen ist es unheimlich wichtig. Da gibt es 2 Passagen, einmal Löscheinsätze und einmal Hilfeleistungseinsätze und die Abläufe sind logischerweise unterschiedlich. Und das ist jetzt eigentlich das Paradebeispiel zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wenn ich aus 2 unterschiedlichen Feuerwehren komme, aus 2 unterschiedlichen Bundesländern und überall arbeitet man nach dem gleichen Schema, dann kann man eigentlich auch ohne weiteres zusammenarbeiten. Wenn man die Leute kennt, funktioniert es natürlich trotzdem besser, aber vom Prinzip her. Und hier das, was ich vorhin gesagt habe, das ist ein Satz, das ist meine persönliche Meinung. Wenn es nicht explizit anders gesagt wird von der Führungskraft, dann sollte man eigentlich auch nach diesen Feuerwehrdienstvorschriften arbeiten. Gut, dann die 7er, Atemschutz. Eigentlich alles, was wir die ganze Zeit gesagt haben, ist ja wichtig, aber schon ein bisschen, ich sage jetzt mal nice to have, ob der Schlauch jetzt in die Richtung oder in die Richtung ausgerollt wird, ist nicht unbedingt, also nicht immer erfolgsentscheidend, sage ich jetzt mal. Bei der 7er ist das ein bisschen anders. Die 7er zum Thema Atemschutz regelt ganz klar, was die Aufgaben im Atemschutz sind und wie man da arbeiten muss und welche Sicherheitsmaßnahmen man im Endeffekt treffen muss. Warum erzählen wir das euch heute? Schlicht und einfach, dass euch bewusst ist, was da eure Verantwortung ist. Nicht jeder hat wahnsinnig viel mit dem Thema Atemschutz zu tun. Das ist absolut klar. Wenn es einen aber trifft, wenn im kleinsten Dorf irgendwann mal ein Wohnungsbrand ist und wer auch immer geht zuerst rein, dann seid ihr dafür verantwortlich. Und dann im Endeffekt
ihr seid erstens dafür zuständig, Menschenleben zu retten, auf der anderen Seite dafür, dass eure Leute da wieder rauskommen. Und das Thema Atemschutz ist einfach wahrscheinlich das Kritischste, was wir haben, und das Gefährlichste für unsere eigenen Leute, was wir haben. Und deswegen ist das auch ja, so wichtig zu sehen. Auch das gilt in Bayern. Stand 2002, Änderung aus 2005. Was sind jetzt wichtige Inhalte? Und es kommt gleich noch eine Folie mit, was, ich sage jetzt mal, die wirklich wichtigen Inhalte sind. Da drin ist beschrieben, was sind die Anforderungen an Atemschutzgeräteträger. Was sind die Ausbildungsinhalte? Was muss jemand gelernt haben, damit er überhaupt Atemschutz machen darf, damit er weiterhin Atemschutz machen darf? Was sind die Einsatzgrundsätze? Zum Beispiel steht da drin, das mache ich, also wir gehen jetzt nicht auf alle Einsatzgrundsätze ein, da müsste man auch eine separate Veranstaltung zu machen. Was wichtig ist aber, es muss immer ein Sicherungstrupp gestellt werden, pro Eingang normalerweise, also so ist es eigentlich geregelt. Also als Führungskraft seid ihr für verantwortlich, wenn ein Atemschutzeinsatz ist, vor allem in einem Gebäude, dann muss immer ein Sicherheitstrupp vorhanden sein. Es muss auch immer eine Rückwegssicherung vorhanden sein. Das ist eigentlich erstmal Aufgabe von den Trupps. Wenn aber tatsächlich was passiert, seid ihr auf jeden Fall auch mit im Boot. Und was am allerdeutlichsten, glaube ich, zeigt, wie wichtig das Ganze ist, steht sogar in der Dienstvorschrift drin, was die Führungskräfte zu tun haben, wenn es tatsächlich zu einem Atemschutzunfall kommt. Dass nämlich die Stellung vom Ventil zu markieren ist, dass die Restdrücke zu markieren sind, dass das Gerät sicherzustellen ist und so weiter und so fort. Also da geht es dann im Endeffekt schon um die Nachbereitung, um die rechtlichen Konsequenzen daraus. Und das steht da drin. Dann ist auch noch das Thema Atemschutzüberwachung drin geregelt, komme ich gleich noch dazu. Auch wie sind Atemschutzgeräte instand zu halten, Dokumentationspflichten wie zum Beispiel Atemschutznachweis und Gerätenachweis, was dann ja, im Endeffekt auch Thema von euch als Kommandanten ist. Und ausdrücklicher Verweis auf andere Vorschriften, zum Beispiel Prüfvorschriften, DIN-Normen und so weiter. So, jetzt nochmal etwas deutlicher, was wirklich für euch absolut essentiell ist. Erstens mal, jede Feuerwehrführungskraft, die in irgendeiner Form Atemschutz hat, muss die Einsatzgrundsätze vom Atemschutz kennen. Zum Beispiel, dass ein Sicherheitstrupp zu stellen ist. Und die Anforderungen an AGTs, also welche Leute darf ich überhaupt in einen Atemschutzeinsatz reinschicken? Und die haben wir wirklich mal mit reingenommen. Erstens mal Sicherstellung der körperlichen Eignung. Das heißt, im Endeffekt seid ihr dafür verantwortlich, dass jemand so gesund ist, dass er Atemschutz machen kann. Wie machen wir das? Im Endeffekt durch eine regelmäßige G26-Untersuchung. Wenn jetzt jemand in ein Gebäude reingeht, dem seine G26 seit 5 Jahren abgelaufen ist, ihr habt gewusst, dass der ein Herzleiden hat und der kommt aus dem Gebäude nicht mehr raus, wird es ziemlich unlustig. Das sind jetzt krasse Sachen, aber das müsst ihr auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Die Leute müssen auch regelmäßig an Fortbildungen und Wiederholungsübungen teilgenommen haben. Und sie müssen zum Zeitpunkt des Einsatzes oder der Übung ja einsatzfähig sein. Das bedeutet zum Beispiel auch gerade das Thema Alkohol im Einsatz. Muss ich ehrlich sagen, finde ich wichtig, dass man das anspricht. Es gibt kritische und es gibt weniger kritische Einsätze. Also zum Thema Einsatzfähigkeit gehört mit Sicherheit auch der Alkoholkonsum. Wenn jemand mit einer Promille in einen kritischen Wohnhausbrand reinläuft und das Ganze schief geht, wird es unlustig. Und das muss uns allen klar sein. Also im Hinterkopf behalten. Und ganz klar steht drin, alle, die nicht diese Anforderungen erfüllen, dürfen nicht eingesetzt werden. Gut, weiter im Text. Dann ist in der FRDV 7 auch ganz klar beschrieben, wie man Verantwortlichkeiten und Aufgaben im Atemschutz aufteilen kann. Also im Endeffekt kann nicht alles der Kommandant machen. Deswegen ist da direkt festgelegt, wie ihr das aufteilen könntet. Grundsätzlich ist die Gemeinde als Unternehmer quasi für die Sicherheit von Atemschutzgeräteträgern verantwortlich. Und der Leiter der Feuerwehr kann die Pflichten im Endeffekt delegieren und an andere Personen übertragen. Kann bedeutet dabei, wenn ihr das nicht getan habt, seid ihr dafür verantwortlich. Und diese Liste von möglichen Aufgabenteilungen ist noch länger.
Hier unten, also es würde noch weitergehen mit Gerätewart, Atemschutzgerätewart und Atemschutzgeräteträger. Die haben auch Verantwortung. Das ist aus meiner Sicht aber was, was, denke ich, ziemlich gut funktioniert. Guckt es euch gerne auch nochmal an in der Dienstvorschrift, falls es nicht wisst, falls es euch interessiert. Ganz wichtig sind aber aus meiner Sicht diese drei Punkte. Nämlich, es kann ein Leiter des Atemschutzes bestimmt werden in jeder Feuerwehr. Der ist dann dafür verantwortlich. Der kann im Endeffekt der Experte in Sachen Atemschutz sein. Der kann den Leiter der Feuerwehr beraten. Er kann die persönlichen Atemschutznachweise kontrollieren. Der kann auch dafür zuständig sein, dass die G26-Untersuchungen alle aktuell sind. Und ja, grundsätzlich dieses Thema Atemschutz inklusive Außenfortbildung überwachen. Was muss der mindestens haben? Der muss mindestens Atemschutzgeräteträger und Ausbildung als Gruppenführer haben. Also dieses Thema Gruppenführer ist auch wichtig. Dann Ausbilder für AGTs. Wenn das formell eine Funktion sein soll, dann muss der die Ausbildung als Ausbilder für Atemschutzgeräteträger haben. Also nicht nur selbst Atemschutzgeräteträger sein, wenn er das quasi als Funktion haben soll. Und ganz besonders wichtig, jede verantwortliche Führungskraft im Einsatz. Also nicht immer sind die Kommandanten im Endeffekt die Einsatzleiter oder Abschnittsleiter oder der Gruppenführer im Einsatz. Und jede Führungskraft, das müsst ihr euren Gruppenführern im Endeffekt auch klar machen, ist dafür zuständig, dass im Einsatz diese Einsatzgrundsätze eingehalten werden. Und dass niemand in den Einsatz geht, der das nicht darf, wie wir vorhin gesagt haben, mit den Eignungen. Und ganz wichtiges Thema, jede Führungskraft muss für seine Leute die Atemschutzüberwachung sicherstellen. Führungskraft kann natürlich nur sein, wer die Ausbildung als Gruppenführer hat, sollte normalerweise auch selbst die Ausbildung als Atemschutzgeräteträger haben, aber zumindest muss er die Einsatzgrundsätze im Atemschutzeinsatz kennen. Also es hilft nichts, wenn ich irgendjemanden als Gruppenführer bei einem Wohnhausbrand habe, der nicht weiß, wie Atemschutz funktioniert, sage ich jetzt mal. Also das ist schlicht und einfach auch gefährlich. Atemschutz, nochmal ganz explizit, da sind wir gerade schon drauf gegangen, was bedeutet Atemschutzüberwachung? Der jeweilige Einheitsführer der taktischen Einheit ist für die Atemschutzüberwachung verantwortlich. Das heißt, derjenige, der Atemschutzgeräteträger in das Gebäude reinschickt, ist auch dafür verantwortlich, erstens, wie wir vorhin gesagt haben, dass ein Sicherungstrupp gestellt wird. Und auf der anderen Seite, dass eine Atemschutzüberwachung stattfindet. Und für die Atemschutzüberwachung zuständig, verantwortlich ist die Führungskraft. Nicht derjenige, der das Klemmbrett in der Hand hat und die Drücke mitschreibt, der hat eine unterstützende Funktion. Das heißt, der unterstützt den Einsatzleiter oder den Gruppenführer und dokumentiert für ihn. Das ist dieses Thema. Geeignete Personen können zur Unterstützung hinzugezogen werden. Verantwortlich ist aber immer die Führungskraft. Meistens ihr. Gut. Fragen zur 7. Okay. Gut. Gute Nachrichten. Wir kommen zur letzten Feuerwehrdienstvorschrift. Tragbare Leitern. Im Endeffekt für mich ist die, um ehrlich zu sein, ich mag die ganz gerne. Der Johannes lacht schon. Ja. Im Endeffekt ist die vom Status für mich recht ähnlich wie die Dreier-Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz. Im Endeffekt ist da drin schlicht und einfach jeder Handgriff beschrieben, wie ich welche Leiter mit wie vielen Personen zu stellen habe. Und wenn man das so macht, funktioniert es sauschnell. Das ist im Endeffekt das, was wir vorhin angeguckt haben. Auch die ist im Endeffekt in Bayern gültig. Es gibt einen neuen Stand dazu. Man höre und staune, also der letzte Stand war mit uralten Bildern aus Anno Dazio, ich weiß es nicht. Es gibt jetzt eine neue Version dafür aus dem November 2019. Was ist die Änderung? Erstens einmal, es sind farbige Bilder drin, das ist der Wahnsinn, mit aktuellen Schutzausrüstungen. Also man kommt sich so vor, als lebt man im Hier und Jetzt. Und die Multifunktionsleiter ist auch noch aufgenommen worden. Also die in der alten Dienstvorschrift stand, glaube ich, drin, dass es die gibt, Punkt. Und jetzt ist wirklich ein eigener Abschnitt drin, der sagt, wie stelle ich denn eigentlich eine Multifunktionsleiter auf? Für all diejenigen relevant, die eine Multifunktionsleiter haben, beziehungsweise die reden sogar von zwei Multifunktionsleitern. Auch wir haben keine zwei Multifunktionsleitern. Also von daher, gut. Okay, um was geht es in der FED V10? Logischerweise um Leitern. Was für euch erst einmal wichtig ist, das sind wunderschöne Bildchen drin zu den Rettungs- und Arbeitshöhen.
die sind immer wunderschön abstrakt, aber ihr müsst als Einsatzleiter schlicht und einfach wissen, wie weit komme ich denn mit meiner Leiter und wie viele Steckleiterteile zum Beispiel brauche ich, um ins erste oder ins zweite Obergeschoss reinzukommen. Und man sollte auch wissen, ins dritte Obergeschoss komme ich damit eigentlich nicht. Weil dann hat man nämlich wertvolle Zeit verplempert, wenn man dann unterhalb steht und die Leute schlicht also nicht reinkommt oder die Leute im Endeffekt nicht auf die Leiter bekommt. Also von daher, zumindest die Geschosse, wo man hinkommen kann, muss auf jeden Fall jede Führungskraft kennen. Dann gibt es auch zu den Leitern Einsatzgrundsätze, dass man sie nicht zu schief aufstellt, dass der Untergrund tragbar sein soll, er soll nicht glatt sein, die sollen nicht umgefahren werden, sie müssen gesichert werden. Alles das könnt ihr euch in Ruhe mal angucken, wenn ihr es nicht wisst. Und dann, das ist der wichtigste Teil, Schritt für Schritt Anleitungen, wie die Leitern aufgestellt werden. Da gibt es im Endeffekt mehrere Fälle. Erstens mal ein Teil Steckleitern, das ist der Teil, der auf jeden Fall für alle von uns relevant ist. Also auf jedem Fahrzeug ist meines Wissens nach zumindest eine zweiteilige oder vierteilige Steckleiter drauf. Dann wird beschrieben, wie stelle ich diese Steckleiter mit 3 Feuerwehrangehörigen, also ein Trupp plus Melder in der Regel. Wie stelle ich sie mit 4 Feuerwehrangehörigen? Und da steht wirklich drin, wer tut welche Hand an welche Sprosse oder Holm, damit es richtig funktioniert. Und dann noch 2 Spezialfälle. Wie kann ich die Leiter durch Einstecken am Leiterfuß nach oben verlängern? Also wenn ich schlicht und einfach beengte Platzverhältnisse in einem Innenhof oder so habe, wie kann ich die auch unnormal, sage ich jetzt mal, nach oben aufstellen? Und wie kann ich sie nach unten verlängern? Das ist dieses Thema Vorname durch Aufstecken, dass ich im Endeffekt in die Tiefe komme. Auch das ist im Endeffekt drin beschrieben. Dann, nicht mehr für alle relevant, muss man ehrlich sagen, die Schiebleiter, die dreiteilige, auch da ist ganz genau beschrieben. Die kann nur mit 4 Leuten vorgenommen werden und wie das mit welchen Handgriffen im Endeffekt passiert. Dann gibt es noch ein ein Bereich, der quasi sagt, wie besteige ich eigentlich Leitern, wie komme ich in Fenster rein, wie viel muss das Ganze überstehen, wie sichere ich Leitern richtig und im Endeffekt noch die Bereiche für Multifunktionsleiter, ich würde es mal sagen, begrenzt relevant, Hakenleiter wird in den freiwilligen Feuerwehren überhaupt nicht verwendet und die Klappleiter ist nicht ganz so kompliziert, muss man ehrlich sagen. Gut, das sind dann die letzten Folien. Einfach nochmal auf das Thema, warum ist das für uns so wichtig? Das ist jetzt hier mal ein bisschen brisanterer Einsatz, der eher eine Übung war. Also im Endeffekt, das kann uns aus meiner Sicht alle treffen. Das passiert natürlich sehr selten. Aber ein Wohnhausbrand, wo wirklich viele Personen aus einem Gebäude rauszuholen sind, kann jeden von uns treffen. Das ist vollkommen egal, ob das in Michelried ist, ob das in Marktheidenfeld ist, Oberndorf, Esselbach, Karbach, wo auch immer. Passiert vielleicht selten, deswegen hat man es nicht so im Hinterkopf, aber meine Botschaft auch an unsere Jungen ist eigentlich immer, wenn das nachts um 2:30 passiert, dann muss jeder Handgriff sitzen und deswegen haben wir dieses Thema Feuerwehrdienstvorschriften, auch die 3er und die 10er heute mal mit reingenommen, um einfach nochmal zu sensibilisieren, was gibt es denn da überhaupt, was ist da drin alles genau beschrieben, das wirklich auch danach geübt wird, vielleicht auch so als kleine Motivation, das in Zukunft mehr mit reinzunehmen. Kann man auch mit sehr viel Ehrgeiz bei der Mannschaft vielleicht wieder verbinden. Wenn man sagt, ey, das soll doch mal wieder schnell funktionieren oder heute sind wir mal schneller als die Karbacher oder die Hedefelder, das kann auch mal ein ganz netter Anreiz sein. Gut, dann nochmal ein abschließendes Video zu diesem Thema. Wir haben vor einer Weile ein Thema Leiternausbildung gemacht, da habe ich dieses Video gefunden und ich finde, wenn es noch nicht angekommen ist, das zeigt nochmal sehr deutlich, wie wichtig dieses Thema Leitern kann sich 1:1 übertragen, auch auf das Thema 3 Hilfeleistungs- und Löscheinsätze ist. Das ist im Endeffekt jetzt in Leipzig, bedeutet, was wir da gerade sehen, ist eine Berufsfeuerwehr, die sind als erstes dort. Daneben steht eine Person am Fenster und es kommt dichter Qualm raus. Das Video ist ein bisschen länger, wir sehen jetzt gleich noch ein paar. Und wenn ihr das Ganze gerade angeguckt habt, um diese Leiter tanzen gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute, 8, 9, 10 Leute drumherum. Also das Thema Ressourceneinsatz. Und ihr werdet gleich mal sehen, wie viele Leute da noch am Fenster stehen. Und wenn man im Hinterkopf hat, in der Feuerwehrdienstvorschrift ist beschrieben, dass diese publiche Leiter mit 3 Leuten zu stellen ist, dann ist das schlicht und einfach Verschwendung.
Und im Zweifel, wenn dabei jemand ums Leben kommt, weil er 5 Minuten zu lange im Rauch war, wird irgendjemand diese Frage auch stellen. Es ist dokumentiert, wie viele Fahrzeuge waren denn am Einsatzort. Und das Ganze wird alles gefilmt. Also muss man realistisch sehen, das ist für die Feuerwehr mittlerweile schon alles, oder das ist alles sehr transparent. Und jetzt, wenn ihr euch das mal ein bisschen anguckt, der steht da oben im Rauch, also das ist wirklich kein Pillepalle in dem Fall. Jetzt tun sie hier hinten die nächsten Leitern runden, da sitzt jemand am Fenster, oben kommt dichter Rauch raus. Auch nochmal zur Erinnerung, die Schulung, die wir schon mal gemacht haben zum Thema Gefahrenmatrix. Wer ist denn jetzt hier in akuter Gefahr, wer ist denn in welcher Gefahr? Ich habe mir wunderschön die Zeitpunkte aufgeschrieben gehabt, sehe es aber nicht mehr. So. Ihr habt vorhin die Steckleiter gesehen. So. Der nächste Schnitt zeigt, die haben offensichtlich festgestellt, sie kommen mit der Steckleiter nicht ans Fenster. 2:36. Also 2,5 Minuten später haben sie die Steckleiter eingepackt, haben stattdessen die Schiebleiter runtergenommen und stellen jetzt die Schiebleiter hin. 2,5 verlorene Minuten. Das funktioniert jetzt ganz gut. Auf der anderen Seite, so stellt man auch keine Schiebleiter zum Beispiel. Also die muss eigentlich angelegt werden. Und ihr hört im Hintergrund immer die Leute irgendwo um Hilfe rufen. Gehen wir mal eins weiter. 4 Minuten. Jetzt sieht man gleich im hinteren Bereich sind noch mehr Leute am Fenster. Und auch da fangen sie jetzt an, Leitern aufzubauen. Hier seht ihr jetzt das Thema, was man immer wieder hört. Naja, da kommt doch dann die Drehleiter, so nach dem Motto. Da sind schon mehrere Drehleitern vor Ort. Das ist jetzt im Endeffekt eine Teleskopleiter. Und jetzt fangen die an, mit der Teleskopleiter hier Leute aus dem ersten und zweiten Stock rauszuholen, wo ich im Endeffekt mit meinen tragbaren Leitern hinkomme. Gucken wir mal weiter, wir sind jetzt bei 4:30. 6 Minuten, jetzt seht ihr hier, nach 6 Minuten 30 ist die Hubarbeitsbühne jetzt an dem ersten Fenster, wo eine Person hier stand. Und was jetzt klar wird, da oben stehen noch viel mehr. Da unten werden die auch mit Schiebleiter hingekommen. Im zweiten Obergeschoss vermutlich mit der Steckleiter, im dritten vermutlich mit der Schiebleiter. Und jetzt dümpeln sie hier unten mit ihrem eigentlichen Rettungsgerät für die hier oben rum. Das ist jetzt absolut klar, das ist ein absolut kritischer Einsatz. Solche Gebäude haben wir bei uns auch nicht. Das kann man aber auch auf einen ganz normalen Wohnhausbrand, Einfamilienhausbrand, Mehrfamilienhausbrand, wie wir es in jeder Ortschaft haben, im Endeffekt runterbrechen. Und es soll damit auch keine Angst gemacht kriechen. Im Endeffekt geht es darum, wir müssen schon wissen, was wir tun. Welche Möglichkeiten haben wir mit Steckleitern, mit Schiebleitern? Hier oben dauert übrigens nicht mehr lang, dann springen die hier unten in Sprungretter rein. Also das war wirklich dramatisch. Ja, und gleiches Thema auch. Also wir haben bei den Leitern hat man es jetzt da einfach wunderschön gesehen bei dem Thema. Da kommt die nächste Drehleiter. Das gleiche gilt im Endeffekt auch für den Aufbau von einem Löscheinsatz. Wenn wir bei so einem kritischen Fall nachts um 2:30 einen Verteiler vergessen und im Zweifel nochmal 100 Meter zurücklaufen, wieder vorlaufen, um den Verteiler zu setzen, oder es hat jemand Schlauchtragekörper vergessen. Die Leute wissen einfach nicht, was ihre Aufgabe ist. Oder gleiches Thema FEDV 100. Wir wissen überhaupt nicht, wie unsere Einsatzleitung funktioniert und wir müssen uns da erst organisieren. Dann ist es einfach kritisch. Bei ganz vielen Einsätzen, die wir haben, ist das alles nicht so dramatisch. Da haben wir schlicht und einfach Zeit und da kann man das im Zweifel auch anders machen. Meine Botschaft ist an der Stelle, irgendwann kommt vielleicht dieser eine kritische Einsatz, wo wir sagen, dafür haben wir jetzt 10 Jahre geübt und in dem Fall soll es dann am besten auch richtig flutschen. Und wenn dann jeder weiß, wo er hinzupacken hat und nicht zwei Leute dabei noch über Schläuche und Leitern stolpern, ich glaube, dann haben wir richtig was gewonnen. Ich hoffe, das war nicht zu langweilig. Mir ist absolut klar, dass alle, wahrscheinlich habt das alle, in großen Teilen gekannt. Es soll einfach nochmal ein Auffrischer sein. Wir wollen das Ganze auch, wie gesagt, online stellen, gerade auch die Folien.
Könnt ihr auch daheim verwenden. Im Endeffekt macht Ausbildung zu diesem Thema Feuerwehrdienstvorschriften, Standardabläufe und ja, hilft uns allen auch bei der MTA-Ausbildung.